möchte ich euch vom Sommer erzählen. Die Sommerzeit ist eigentlich etwas Wunderbares, weil es hat viele Mattenblumen, es hat Gartenblumen, es hat Kräuter. Einfach alles in der Natur, man kann draussen sein. Und etwas vom Grössten ist, sind auch Beeren, also Erdbeere oder Heidelbeere. Aber das Grösste sind Kriese. Im Sommer ist eigentlich ein riesen Kriesefest. Da kommen die Vögel dran, man tut sie ablesen, man tut ihnen helfen und hat eigentlich eine wunderbare Zeit. Und ich bin in einem Bauernhaus aufgewachsen und wir hatten noch Hochstamm-Kriesbäume. Und ich hatte den am liebsten, der die Äste bis an den Boden hatte. Und dort bin ich auch im Sommer drunter gelegen. Und dann war das Gras so feucht und mir Grillen gehört, Zirpen. Und durch die Krise, durch, die sind bis runtergekommen, hat man die Wolken gesehen. Und wir konnten eine leckere Krise essen, wie im Schlaraffenland. Und darum hat mir das so spannend gedacht. Also, es gibt Krise mit zwei Stühlen. Also eins mit zwei, es gibt ein Krieseli mit drei dran und es gibt natürlich Einzelkriese. Und da ist Kunst, als man lernt, das Fleisch von der frühen Krise essen, aber den Stein rausmacht. Und man kann schon innen und dann muss man das länger katschen. Und dann muss ich jetzt extra noch einspeuzen. Speuzen wir es raus. Weil für den Bauch ist es besser, wenn man nicht zu viele Steine schluckt. Und jetzt kann man von diesen Krisensteinen, die sollte man nicht fortschiessen, die sollte man sammeln. Und dann tut man die waschen und dann tut man sie in ihre Pfanne mit Wasser kochen und durch ein Sieb abgießen und dann ausbreiten und trocknen und am Schluss noch etwa eine Stunde in den Backofen. Und dann sehen die so aus. Dann sind das so, die Krüschle so schön. Und dann haben wir hier die einzelnen Steinchen. Und die kann man auch lecken. Man kann von denen ein Herzchen lecken, oder eine Sonne, oder einen Kreis, oder einen Flüger, oder sonst etwas Schönes. Aber wenn man dann genug gesammelt hat, übrigens ist das etwas Lustiges, wir haben die erzählt, die da drin waren, da sind über 600, das täuscht, also da hat jemand, das sind viele gegessene Krise. Man kann also die Krise, wenn sie nachher so schön durch sind und eben so fein krüscheln, kann man die in Säckchen einfüllen und dann tut man die Säckchen zunähen und dann kann man die im Winter in den Ofen tun und warm machen und wenn die warm sind, hat man dann nie mehr kalte Füße oder einen kalten Bauch. Das kann ich euch nur empfehlen. In der Sommerferien, also wenn die Krise reif sind, sind auch Sommerferien, dann gehen die Kinder in die Schule oder in den Kindergarten oder nicht in die Spielgruppe. Dann macht man auch mehr Ausflüge oder man geht in die Ferien. Und für das nimmt man das Auto. Mensch, also man tut auch Wanderungen machen, aber man kann auch das Auto nehmen und man kann Flüge nehmen. Und man kann das Schiff nehmen. Und das ist also eine Reisezeit. Darum habe ich heute solche Versli dabei für alle, die Freude haben dran. Ganz schön und wichtig ist der längste Tag im Sommer. Dann ist die kürzeste Nacht. Und dann sagt man, aus der Märchenwelt kann man um diese Nacht, sagt man, wir können Zwerge hören reden, wir können Elfen hören reden, Tiere können reden, als man es versteht. Darum wäre es schön, wenn man dann draussen schlafen vielleicht und hören kann, was zur Nacht ist. Das kann ganz fest Freude machen. Und mir, es ist eine gute Zeit, zum Märchen zu erzählen. Ich habe schon Märchen auf meinem Kanal, die ihr hören könnt. Das ist zum Beispiel der Zwerg und der Krisenwunderbaum. Das ist ein Märchen aus der Schweiz, aus den Bergen, was ein Zwerg und die Krise miteinander zu tun haben. Dann zum Beispiel, da ist auch drauf, ein Geschenk von unserem Zwergenland, das ist auch im Sommer. Oder der Dichter auf der Matte oder die Elfen im Garten. Das ist zum Hören jetzt und zum Verzählen unter den Bäumen am Abend, zur Nacht, wunderbar.
Und dann hat es noch für die Erwachsenen, hat's noch, warum brauchen Kinder die warme Jahreszeit? Warum ist die so gesund für die Kinder? Das wäre auch gut, wenn man es noch ein bisschen hören würde und Ideen reichen würde.